Willst du einen Freund? Willst du einen? Denn ich bin noch frei. Gerade erst getrennt. Nein, ich bin erst 12. Das wirst du noch bereuen. Ich habe mir so viele Videos in den letzten Tagen von Familie Mensch angeguckt. Wir lesen uns mal kurz die Beschreibung durch, einfach nur um zu sehen, was hinter Familie Mensch steckt. Also da ist ein Erwachsener namens Arthur, der hat eine Filmgruppe gegründet mit Kindern. Keine Ahnung, ob das eine Jugendherberge ist oder was auch immer. Auf jeden Fall geht es um gesellschaftliche und sozialkritische Themen. Es ist eine positive Sache, es wird unter anderem das Thema Mobbing angesprochen. Es wird sehr viel das Thema Mobbing angesprochen. Aber die Aufmachung ist so ein bisschen, I don't know. Es hat so einen Hauch von Asi-TV, könnte man sagen. Ich würde mal sagen, wir gucken einfach mal rein. Das erste Video, was ich euch vorbereitet habe, ist Mobbing wegen Namen. Hey, Zuckerschnute! Was willst du von mir? Der steht da schon neben ihr und die schaut sich um, als hätte sie ihn nicht gesehen. Das ist immer noch nicht verstanden. Du bist eklig. Ich kann dich nicht leiden. Ey, was ist das für eine Lache? Ich will das als Loop haben, ne? Ich gehe zur Polizei. Ich bin doch dein Officer. Alter, richtig unangenehm. Aber das Unangenehmste ist die Tatsache, dass es solche Leute wirklich gibt. Oh! Boah, Junge, wo hat er das gelernt? Bei Naruto von Rock Lee? Ich will doch nur ficken, also bitte! Eben. Hä, er will doch noch ficken, so was ist ihr Problem? Frauen, Alter. Ich hab euch so ein Mädchen das Leben gerettet. Einfach das fucking Leben gerettet. Alles klar, Digga. Ich bin erst 17 und die ist 23, Mann. Sechs Jahre, Mann. Ein bisschen Mut. Ein bisschen. Groot gibt dir Mut. Groot gibt dir Mut, weil er dieses T-Shirt trägt, als ob er das gesagt hat. Mein Name ist Uwe, 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 und jetzt Uwe, 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 Mubim. Er ist doch mega easy. Uwe, Uwe, Wom, ja, Uwe, Uwe, Momsim. Er ist Uwe. Das ist Uwe, Leute. Der Repräsentant unserer Community. Uwe, 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 Uwe. Uwe, Wom, Uwe, Uwe. Und jetzt Uwe, Uwe, Uwe. Und jetzt Uwe, Uwe. Mubim Ossas. Mubim Ossas. Einfachster Name. Ich nenne einfach nur Uwu. Du, ich hab ganz vergessen, ich hab noch einen Termin, ne? Sorry, tut mir leid. Warte mal, stopp. Ich verstehe die Story nicht. Also serviert sie ihn ab aufgrund seines Namen? Das ist echt mies. Sie ist einfach gegangen, oder was? Das ist echt mies, sie ist einfach gegangen, oder was? Groot macht Mut. Mobber beleidigt Lehrer, extrem asozial. Das ist ein Video, was ich bisher noch nicht gesehen habe von Familienmensch. Boah, weißt du, wie sehr ich mich auf die Abschrift gefreut habe? Die reisen nach Italien. Ich habe mich so sehr gefreut. Ja, das merkt man. Wir reisen nach Italien. Ich habe mich so sehr gefreut. Das ist jetzt kein Front oder so, ne? Aber der rechte sieht ein bisschen aus wie Kuchen-TV. Ganz leicht Ähnlichkeit. Talkst du wieder kleine Kinder ab? Ja, natürlich. Ist aber nicht... Euer Lehrer fragt euch, zockst du wieder kleine Kinder ab? Hä, hey, natürlich, bist du dumm? Du fliegst jetzt von der Schule. Wie kann man Behinderten in die Mülltonne stecken? Indem man es vernünftig macht. Ehrenmann! Als ob man dann so reagiert gegenüber dem scheiß Lehrer, Junge. Den hast du zu respektieren. Ich hab da gar keinen zu respektieren. Ich hab dich auch nicht zu respektieren. Halt mal die Schnauze. Genau. Nazi-Lehrer. Ich will mal auf Facebook gucken. Hashtag. Warum ist der denn ein Nazi-Lehrer? Der rechte ist doch selber ein Mann. Ich verpiss mich einfach. Guck ihn hier an. Ich hol gleich die Bullen. Als ob irgendein Lehrer sagt, ich hol gleich die Bullen. Na Jens, wie geht's dir? Gut. So sieht man aus, wenn es einem gut geht. Ich finde das cringe, ich finde das lustig und eigentlich darf ich mich darüber nicht lustig machen, weil es für eine gute Sache ist. Das ist ein ganz böser Zwiespalt bei mir. Also, das hätte man in der Praxis ein bisschen anders machen können. Weil so wirkt das tatsächlich wie mitten im Leben in schlecht. Und mitten im Leben ist schon ziemlich schlecht. Da sind nicht mal Sounds eingefügt worden nachträglich, ne? Was meinst du, mich verraten zu müssen, hä? Ich hab doch nichts gemacht, Alter. Du dreckiger Jude. Du dreckiger Jude? Hat er nicht den Lehrer eben noch als Nazi bezeichnet? Ist er wirklich tot? Genau! Hä, hey, warte mal, jetzt kommt das Making-of. Wo war jetzt die Message? Soll uns das irgendwie zeigen, dass das kacke ist? Aber es gab ja nicht mal eine Pointe. Alter, der Typ muss in die Psychiatrie. Mr. Cube, also ich weiß ja nicht, ob das real ist, was wir uns da angucken. Dieses Video heißt Mobbing wegen YouTube. Und es geht darum, dass dieser Bruder hier YouTube-Star wird und deswegen von allen in der Schule gemobbt wird. Ich hätte es nicht gemacht, nicht mal für 1000 Euro. Also unangenehmer kann es ja nicht mehr gehen. Null Sinn, Alter, null Sinn. Jetzt hat er 2,7 Millionen Aufrufe. Boah, das ist wirklich eine schlechte Idee. Wenn ihr Fame werden wollt, dann dreht einen Trash-Horror-Kurzfilm bei euch im Keller mit der billigsten Kamera, die ihr finden könnt. So erreicht ihr diese Aufrufzahl. Als ob du das bist. Alter, ohne Spaß. Ich weiß echt nicht, was du tun sollst. Ich weiß echt nicht, was du tun sollst. Du bist so ein Opfer jetzt. Hey, du bist so ein Opfer jetzt. Das Video ist 6 Jahre alt, aber du bist so ein Opfer jetzt. Das ist so peinlich. Du wirst jetzt dein ganzes Leben lang im Internet gemobbt werden. Du bist ein Opfer, verstehst du?
Versteh es doch, Mann. Du wirst dein ganzes Leben lang, Alter, kapier's doch einfach. Aber ganz ehrlich, wenn man 3 Millionen Aufrufe hat, dann hat man nicht verkackt. Wenn man 3 Millionen Aufrufe hat, dann schleibt sich in der Schule jeder an dir hoch. Also nicht jeder, aber viele. Als ich mit Alblali angefangen habe, war ich auf dem Fachgymnasium und witzigerweise habe ich nur Props dafür bekommen. Also es gab niemanden, der mich deswegen in Anführungsstrichen gemobbt hat. Da habe ich einfach Glück gehabt. Keiner kann mir erzählen, dass der Typ hier jetzt den mobbt. Ich bin wirklich kein oberflächlicher Mensch, aber nein, er hat den nicht zu mobben. Loser! Gegeben. Richtig gefickt. Wieso bist du denn so traurig? Die Rechte sagt nur so traurig. Hört euch das mal an. Wieso bist du denn so traurig? Also kommt sie einfach runter und sagt, so traurig. 4 Millionen Aufrufe. Was? Wirklich? Das heißt ja, du bist ein richtiger Star. Die sagen, hey, du bist ja ein richtiger Star, ne? Das Video hat etliche Aufrufe. Und dann gucken sie sich das Video an. Was wird nur geschehen? Du Loser! Als ob, Junge, als ob so das schlimmste Video der Welt ist. So, man guckt sich das an und das verändert einfach die Persönlichkeit von einem. Eine Frage, hast du eine Freundin? Nein. Willst du auch nicht haben. Du bist so ein Opfer, ne? Also in dieser Parallelwelt ist das Drachenlord. Das erinnert mich übelst an diese Erdbärchensituation. Du wirst niemals eine Freundin haben. Guck mal, wie du aussiehst. Scheiße, hässlich, Missgeburt. Richtig abgemagert. Richtiges Hartz-IV-Kind, ey. Guck mal, wie du aussiehst, ey. Richtig hässlich. Warum ist die denn auf einmal so mad? Was ist passiert, Alter? Der hat doch gar nichts gesagt. So, boah, hässliches Stück Scheiße. Wie ist das denn passiert? Steh mal auf. Guck mal, das Ding ist, das wirkt jetzt wie ein hilfreicher Typ, ne? Jetzt komm raus da, Mann. Jetzt erzähl mir mal, was soll ich wissen? Als ob du das nicht selber weißt, das YouTube-Video. Das warst du? Ey, was bist du für ein Versager, Alter? Genau! Warum hassen die ihn alle wegen so einem scheiß Video? Hey. Keine Ahnung, er kommt nach Hause, inzwischen haben das die Eltern gesehen und sagen zu ihm auch, was bist du für ein Opfer? Wird es irgendwann mal eine Wendung geben? Weil bisher geht es ja nur darum, dass die ganze Welt ihn hasst. Obwohl da literally nichts passiert ist. Was bisher geschah, geht diesmal über eine Minute. Gebt euch das mal. Ich muss eine Minute vorspulen, um was bisher passierte zu überspringen. Sag mal, dass du raten, weil ich dich kenne. Vom YouTube-Video. Genau, vom YouTube-Video. Eigentlich wäre das mega funny, wenn er sagt, ey, du bist schon ein Opfer. Irgendein random Erwachsener kommt auf dich zu, wirkt ultra vernünftig und beleidigt ihn auch. Unser Video, die Knoblauchpizza, 500.000. Also da war er mega stolz. Jetzt macht er ihn Fame. Also wir können eigentlich diesen Teil überspringen, weil die reden einfach nur darum so, yo, mit unserer Agentur machen wir dich krass und so weiter und so fort. Deswegen skippen wir einfach direkt zu Teil 4. Ein Jahr später, Leute. Was passiert ein Jahr später? Haben die Leute aufgehört, ihn zu mobben? Das erfahren wir jetzt. Ey, guck mal, Linky Pie hat ein neues Video hochgeladen. Welches? Linky Pie. Hast du sein letztes Video gesehen? Ja, da wo er Mario Odyssey in einer Minute durchgespielt hat, ne? Mario Odyssey in einer Minute durchgespielt. Kann es sein, dass das eine kleine Anspielung auf mich ist? Ja, boah, ich bin ein allergrößter Fan. Warte, stopp. Guck mal bitte nach ganz rechts, da wo der Cursor ist. Ja, boah, ich bin ein allergrößter Fan. Nein, komm, nein. Nein, einfach nein, Leute. Als ob das gerade passiert. Ja, auf einmal ist das so ein Businessman ein Jahr später. Du hast mich früher gemobbt in der Schule. Ich? Ja. Ich mache jetzt Videos über dich. Sei mal ein bisschen... Tanzi, entweder eine Entschuldigung... Tanzi? Nein, komm. Hier ist die Tür. Geh dann auch besser. Ihr kriegt alle ein Ansagevideo! Ansagevideo, als ob, Junge, als ob das jetzt Tanzi ist, ja! The Legend of Zelda kommt ja in wenigen Tagen raus und ich habe einen ganz besonderen Gast, mit dem ich Hyrule erkunden darf. Linky Pie. Jojo, hier ist... Warum geht's auf einmal um Mario Odyssey und Zelda? Ich hoffe, der Dekobomb nervt uns nicht dabei. Was? Ansage an Linky Pie von Tanzi, genau! Jo Leute, doppelte Mahlzeit, euer Tanzi. Ist dieser ganze Kanal so ein Front an Tanzverbot? Er will sie als Freundin, doch sie sagt nein. Schauen wir doch mal, was das ist. 3 Minuten geht der Schissel. Hi, ich bin Otto. Hast du einen Freund? Willst du einen? Denn ich bin noch frei. Gerade erst getrennt. Nein, ich bin erst 12. Das wirst du noch bereuen. Das wirst du noch bereuen, dass du 12 bist. Das ist so der Punkt, wo die Typen dann immer sagen, boah, voll die Schlampe und so, ja, ne? Das ist so richtig typisch. Du bist eh hässlich, Schlampe. Das ist mein neuer Lieblingskanal, unironisch. Die neue, ne? Lisa meinst du, ne? Ja, lass die Finger von der, die ist echt eine Schlampe. Ich wusste es! Das ist so typisch. Das ist bisher die realistischste Folge. Die hat bei meinem Volleyballkurs schon jeden gehabt. Alter. Boah, was eine Fotze, Alter. Typical nice guy einfach. Ich habe ein Geheimnis über den Markus. Erzähl mal dein Geheimnis über Markus, jetzt bin ich gespannt. Das würde er niemals. Er ist Nintendo-Fan. Nein!
mit 10 noch Nintendo spielen. Ja. Ja, mit uns in der 10. sein. Motto 3 Klassen übersprungen, ja. Spielt dann Nintendo. Das ist doch peinlich. Ja, ja, ey. Lass dir mal in diesem Post verkloppen. Ja, ja. Als ob die den verkloppen, weil er Nintendo spielt, Junge, was geht ab? Aber das Ding ist, jetzt mal Real Rap, es gibt wirklich Kids, die denken, die werden erwachsen, wenn sie nicht mehr Nintendo spielen und dann beispielsweise Battlefield. Also ist es faktisch erwiesen, dass Spiele wie Mario eher von Erwachsenen gespielt werden und so Spiele wie COD eher von Kindern. Diese Aussage ist halt komplett paradox. Ja, es ist voll beschissen. Schreibt ihr euch! Was? Du Rest! Was? Ah! Was? Wieso tut ihr das? Ich kündige die Freundschaft! Wieso? Wir klauen ihm seine Schuhe! Was haben seine Schuhe mit Nintendo zu tun? Ich wurde verhauen. Aber sag mal, wo sind deine Schuhe? Bruder, ich wurde verhauen, ich wurde richtig zusammengeschlagen. Hey, okay, krass, aber wo sind deine Schuhe eigentlich? Was schreiben denn die Leute in den Kommentaren? Wer gegen Mobbing ist, like. Wer auch gegen Mobbing ist, like. Ich habe die Welt gerettet. Ich glaube, ich habe erstmal genug vom Familienmensch. Abonniert diesen Kanal, der ist unterhaltsam. Bis dann, ciao. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute. Give me your Eddie, we present it to you better than we go put it in red, we don't fit clap.